Heute in Ihrem Unternehmen, noch in Ihrem Unternehmen, muss man ja sagen, Sie haben die erfolgreiche Unternehmensübergabe geschafft an einen Nachfolger. Also das Unternehmen muss nicht verkauft werden, wenn Sie in Rente gehen, sondern die Arbeitsplätze sind gesichert und das Unternehmen ist gesichert. Wenn Sie auf Ihre letzten 25 Jahre hier in Senftenberg zurückblicken, ist da viel Wehmut dabei oder freuen Sie sich auch auf Ihre eigene Zukunft und die Zukunft des Unternehmens? Ja, beides. Ich meine, einmal Wehmut ist schon. Man hat jetzt gearbeitet. Das ist das 52. Jahr, was man angefangen hat zu arbeiten. Man hat ja damals als kleiner Pünktler mit 14 Jahren angefangen, 1968. Ja, und immer nur in der gleichen Branche. Und dann hat man sich selbstständig gemacht. Man hat schon einiges geschaffen und da ist ein Wehmut dabei. Und Senftenberg selber hier war keine schlechte Entscheidung, dass man nach Senftenberg gegangen sind. Und hier hat man auch was aufgebaut, hier diese Halle hier, diesen Betrieb hier. Und, ich fand das hier in Ordnung und man wurde auch dann von den Senftenbergern und der Umgehung angenommen. Ja, so bei uns gefällt es eigentlich hier. Und letztendlich bin ich dann auch in den Kreis Senftenberg gezogen, machte von Lauter weg nach Grünewald. Ja, alles top, so wie man sich gedacht hat. Wie war das als Auswärtiger damals sozusagen hier anzufangen? War das schon ein Unterschied zwischen Sachsen und Brandenburg? Ja, gab's. Das gab es auch schon bei der Abstimmung damals, wie hieß Gewerbegebiet, und da musste man irgendwie da gab es so Gegenstimmen, das hat mir noch mal jemand gesteckt oder erzählt, das war auf jeden Fall. Dann gab es auch größere Betriebe hier und da war noch so ein gewisses Konkurrenzdenken, was eigentlich übrig ist, finde ich. Die Erfahrung zeigt, dass man, wenn man zusammenarbeitet und gemeinsam was macht, doch viel besser vorwärts kommt. Und wenn man denkt, man greift einen Kunden ab und so, das ist eigentlich letztendlich auch Quatsch. Also, das ist, finde ich, man macht da und bedient die Kunden. Und die Kunden entscheiden immer sowieso, wo sie hingehen wollen. Und das macht nicht jeder alles. Ja. Und wenn man da zusammenarbeitet und sich zusammentut, kommt man bedeutend besser vorwärts. Dann haben Sie das Unternehmen jetzt 25 Jahre hier in Senftenberg erfolgreich geführt. Wann haben Sie sich das erste Mal mit dem Thema Nachfolge beschäftigt? Wann kommt das so in den Kopf und wie fühlt man sich dabei? Nachfolge, ja, das, na, eigentlich. Als es mich erwischt hatte da vor 13 Jahren, da hatte ich mal einen Herzinfarkt. Da hat man doch schon überlegt, was macht man und wird man. Ich meine, man hätte es auch in der Familie machen können, aber Sohn sagt so, ich behalte den Betrieb in Lauter. Der hat meinen Betrieb in Lauter. Ich will nicht größer werden. Das ist verständlich. Und da hat man versucht, das aus den eigenen Reihen, Mitarbeitern, die auch die Möglichkeit hätten, sich zu qualifizieren und die Nachfolge anzunehmen. Aber naja, war auch nicht so richtig. So, und so hat sich das ergeben. Ich meine, in den Kreisen kennt man sich und durch Zimmer sprach man sich an und hat sich getroffen. Und naja, das hat sich doch mal so ergeben. Und im Endeffekt haben Sie Ihren Nachfolger durch Ihren Sohn kennengelernt, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, er ist bekannt mit meinem Sohn und ich habe mich vorher auch schon gekannt. Man kennt sich und ja, die Gespräche kommen dann. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich einig waren? Einig waren wir uns relativ schnell. Wir haben das konkret Jahresanfang jetzt geplant und dann Schritt für Schritt angefangen, eingeleitet. Ja, waren da verschiedene Hirn zu nehmen. Und, ja. Sie scheiden jetzt auch Jahresende nicht direkt aus, sondern arbeiten noch eine Weile mit, wenn ich es richtig verstanden habe. Da habe ich im Prinzip auf Deutsch gar keine mehr zu melden. Ich bin hier geringfügig angestellt und betreue noch die Lehrlinge. Und die ganze Geschäftsleben greife ich nicht ein. Das macht alles eher in seiner Regie so richtig so und ich mache hier etwas so und mache was mit den Lehrlingen und zeige noch und ein paar Handgriffe, was ich so kann, was Spaß macht. Ja, ich mache jetzt keinen Auftrag, ich arbeite keinen Auftrag mehr ab oder so. Das Thema Lehrlinge ist ja auch ein Thema, Sie kümmern sich noch darum und Sie haben auch gesagt, Sie haben momentan drei Lehrlinge hier, darunter zwei Frauen sogar. Ja, naja. Wie ist das? Gerade in dem Bereich ist es ja nicht üblich oder nicht. Sakira hat mal schon öfter mal ein Mädel gehabt, das in den letzten Jahren auch ausgebildet. Und das war eigentlich beim Lackierer eher üblich. Aber jetzt im Kfz-Bereich haben wir ein Mädel, das ist nicht so häufig. Es ist schwer, Lehrlinge allgemein zu finden oder, und dann noch Frauen dafür zu begeistern? Oder wie hat sich das entwickelt? Das gab eine Zeit vor 2-3 Jahren, da war kaum eine Bewerbung. Jetzt hat man wieder mehrere Bewerbungen, wo wir gar nicht alle bedienen konnten. Wir führen auch Schülerpraktika durch, also die kommen zum Teil auch von den Schulen, machen mal ein Praktikum oder eine oder andere besorgt sich dann auch als Lehrling.
So ist das. Worauf freuen Sie sich im Jahr 2020 am meisten, ohne die Verantwortung für die Firma noch zu haben? Na, ich freue mich auf den Ruhestand. Ich mache jetzt endlich mal das, was Spaß macht. Ich meine, es gibt eine Menge Sachen, die sich nach hinten raus angehäuft haben. Da. Wir sanieren da in Grünewald so einen Bauernhof, da sind wir noch fleißig dabei. Wohnen zwar auch schon da, aber das ist Hauptschwerpunkt und dort wird meine Tätigkeit hingehen. Da sind Sachen zu machen. Ja, man hat dann noch ein bisschen kleines Viehzeug und beschäftigt sich ein bisschen mit den Bienen und so. Alle so eine Sachen, wozu man nie gekommen ist. Ja, man kann sich auch mal an See legen, Oder auch irgendwo, ja, was auch zu kurz kam in letzter Zeit. Gut, bin heiß, war es mal baden gegangen, aber viel mehr war ja dann auch nicht. Aber rückblickend, Sie würden es immer wieder genauso machen, oder? Die Firma gründen, die Firma führen? Ja, ich habe es nie bereut. Also auf jeden Fall, klar. Man ist so aufgewachsen wahrscheinlich. Nach der Wende oder vor der Wende hat man gesagt, selbstständig im Westen, also jetzt unter Westbedingungen, wollte ich eigentlich nicht. Und durch die Verwandtschaft ist man dann noch rüber gleich und so. Und hat das dann mitgekriegt, festgestellt, die kochen auch bloß mit Wasser. Wir haben vielleicht einen bisschen besseren Kochtopf gehabt, aber letztendlich, auch wenn man es jetzt betrachtet, überhaupt keinen Unterschied mehr.